einer aus Spanien vorbeigefahren. Also wir vermuten mal, dass der schon locker mindestens 1000 Kilometer länger unterwegs ist. Und war auch alleine drin, so wie es ausgesehen hat. Und der Bus war zwar nicht so groß wie wir haben, aber war schon ein kleineres Reisebüsschen. Und auch bis oben hin vollgepackt. Das ist schon krass, wenn man so sieht aus Spanien. So, wir sind jetzt hier auf dem Weg, keine Ahnung, wo es hin fährt. Irgendwo, den man nicht mehr weit bis zur polnischen Grenze. Wir haben jetzt den Bus, sag ich mal, vollgeladen, so gut wir können. Gestern die Spenden waren irgendwie so surreal, wie viele angekommen ist. Wir haben um 15.30 Uhr waren wir dort, wir wollten schön pünktlich sein. Wir haben gedacht, okay, bauen wir schon mal alles auf, platzieren den Bus richtig, haben schon die Leute Schlange gestanden und bin von 30 Minuten war uns schon klar, okay, alles was jetzt hier steht, wird im Prinzip für eine Busladung ausreichen. Und haben dann angefangen erstmal zu sortieren, weil wir gesagt haben, okay, die wirklich wichtigen Sachen sind aktuell Medikamente, Lebensmittel und Babynahrung. Und das, was so hygienische Sachen angeht, wie Zahnbürsten. Und haben jetzt dann den Bus wirklich komplett nur mit diesen Sachen voll, haben jetzt noch Decken dabei und Schlafsäcke, dass halt auch die Leute schlafen können, wenn sie halt auf dem Rückweg sind. Und was jetzt wirklich noch in Bretten in der Halle steht, was wir da wirklich freundlicherweise vom Bürgermeister, der auch sehr, sehr tatkräftig mit angepackt hat, ist nicht selbstverständlich für einen Bürgermeister, da im Anzug wirklich 2 Stunden oder 3 am Stück einen Wagen hinherzuschieben und helfen, Sachen abzuladen und einzuladen. Genau, ist da jetzt gelagert. Das reicht locker nochmal für 3 oder 4 Busse, genauso dieser Größenordnung. Haben jetzt auch gerade eben schon die ersten ukrainischen Fahrzeuge auf der anderen Straßenseite gesehen oder auch auf unserer Straßenseite Fahrzeuge, die wir überholt haben oder uns überholt haben, die ukrainische Flaggen drauf hatten und auch voll bepackt waren bis unter das Dach. Also die Unterstützung ist da, ist mega cool, dass man sieht, dass die Menschen trotz so einer schweren Zeit alle zusammenhalten. So, wir sind jetzt mittlerweile seit knapp 14 Stunden unterwegs. Eigentlich ist alles ziemlich entspannt verlaufen bis jetzt, sind gut durchgekommen, es hat sich ein paar Mal ein bisschen aufgestaut. Ein paar kleine Komplikationen hatten wir, zum Beispiel gerade vorhin an 2 Mautstellen. Da sind wir davon ausgegangen, dass wir da durchkommen, ohne dass wir es bezahlen müssen. Da waren wir eben in dem System registriert. Das ist weiter schlimm, es waren jetzt 22 Lever. Also mal gucken, vielleicht kommt es wieder zurückerstattet, aber wir machen es ja für einen guten Zweck. Und was auch noch war, wir haben dann rasch gemacht für den Fahrerwechsel. Dann wollen wir kurz für das Notstromaggregat, wo wir dann heiße Würste machen wollen, Sprit holen. Kam der Tankwart auf uns zu und meinte, ja, was wir vorhaben mit dem Sprit. Also ja, wir fahren an die polnisch-ukrainische Grenze. Ja, okay, gut, dann geht es in Ordnung. Ansonsten hätten wir da wirklich keinen Sprit bekommen. Also man sieht hier auch mit Sprit ein bisschen Mangelware. Dann gab es zwischendrin noch ein bisschen ein Hin und Her, weil wir nicht genau wussten, okay, sind jetzt wirklich Flüchtlinge noch vor Ort, die wir abholen müssen oder nicht. Haben wir es dann aber dann über ein paar Quellen uns informiert. Die eine Quelle meinte, es sind gar keine mehr vor Ort. Die anderen meinten, es ist totales Chaos und hat sich dann alles aber entspannt, weil wir wirklich vor Ort auch einen haben, der mit uns mitfährt. Das ist ein älterer Mann und mit dem haben wir dann über unseren Kontakt telefoniert. Und der hat uns bestätigt, dass da schon noch im Minutentakt oder alle 40 Minuten ein Zug ankommt und wirklich noch Flüchtlinge an der Grenze warten, abgeholt zu werden. Da waren wir kurz ein bisschen geschockt, dass wir vielleicht da hinfahren und wir niemand mit heimnehmen dürfen. Busfahrer, die werden das, denke ich mal, auch am Ende des Tages ziemlich erschöpft sein. Den haben wir 2 Betten in einem eine Stunde entfernten Dorf oder Stadtteil organisieren können. Das ist uns wichtig, dass die wirklich ausgeschlafen sind, auch für morgen für die Rückfahrt. Wir werden dann heute Nacht im Bus bleiben, darin übernachten, hoffentlich den Bus vorher noch ausladen können. Das ist auch noch nicht sicher, bis wann wir ausladen dürfen. Aber ja, wird bestimmt eine kuschelige Nacht im Bus. Minus 10 Grad sind draußen vorhergesagt, aber wir haben Standheizung und genug warme Getränke. Also von dem her, Decken haben wir auch. Das wird, denke ich mal, kein Problem. Thank you.
So, also wir sind jetzt hier kurz vor der Grenze an einem Busparkplatz, haben hier jetzt gerade vorhin ausgeladen. Die Busfahrer haben wir jetzt ins Hotel gebracht, dass die ihre Ruhe haben und ein bequemes Bett. Ja, der Bus ist so gut wie leer. Wir haben noch ein bisschen was jetzt drin gehabt, was oben in den oberen Fächer drin war. Hier sind noch drei LKW-Fahrer da gewesen, die uns geholfen haben auszuladen. Mit denen haben wir jetzt noch am Schluss ein bisschen was gefäschpert. Warme Würste, selber gemachten Cognac, ein bisschen mit denen gesprochen, versucht zu kommunizieren. Eigentlich ganz lustig, die sind alle entspannt drauf. Bei uns auch alles entspannt. Und morgen früh um 9 Uhr geht es dann weiter. Da werden wir dann den Rest voll ausladen aus dem Bus und dann versuchen, die ersten flüchtigen Personen aufzunehmen. Wissen wir nicht, wie das jetzt wird dann für uns. Bis jetzt, sage ich mal, alles noch ganz normal. Wir haben gerade vorhin das erste Mal, ich weiß nicht, ob es Schüsse waren oder Explosion oder Feuerwerk. Es hat sich angehört wie Silvester. War so ein bisschen ein gruseliges Gefühl. Aber ja, alles sicher. Und gehen jetzt dann schlafen, putzen die Zähne und gute Nacht. Also wir hatten gestern noch ein paar Reste vom Ausladen, was nicht alles in LKW gepasst hat, wird jetzt hier noch ausgeladen, direkt an der Grenze. Also wir sind jetzt wirklich 500 Meter von der Grenze weg und genau, da sind die Menschen auch schon direkt am Nachschauen, was man gebrauchen kann, was man mitnehmen kann für Eigenbedarf oder hier auch eben direkt weiter in wieder Lager verteilt. Es gibt hier auf dem Platz auch nicht sowas wie ein Leader oder eine Organisation oder so. Jeder kommt her, schnappt sich was und macht was. Und das klappt in einer Form gut, wie ich es niemals für möglich gehalten hätte. Krass war es am Anfang, sehr krass. Was ihr jetzt seht, ist richtig gut. Also jetzt meinst du schon deutlich besser wie vorher? Ach, wie ich ankam vor einer Woche ungefähr, da gab es ein oder zwei Feuerstellen. Absolut kein Gas, das heißt, wir hatten abends um 8 nicht mehr die Möglichkeit, heißen Tee zu machen oder ein Feuer zum Wärmen. Und hatten zum Teil 3.000, 4.000 Leute über Nacht auf dem Platz, bei richtig bitter kalt. Naja, und dann sind so nach und nach Organisationen gekommen. Wir Deutschen sind echt armselig dabei weggekommen, sehr armselig. Ja, die einzigen professionellen deutschen Organisationen, die ich jetzt hier gesehen habe, sind die Tiernothilfe. Die sind mit perfektem Equipment, Zelt, Operationstisch für Hunde und allem, was dazu gehört, angekommen. Ich glaube, irgendwie Rotes Kreuz oder sowas, kleine Gruppen, aber an sich fehlen wir hier krass. Okay. Also das sind aus Spanien. Ja, haben wir gesehen. Die sind das zweite Mal unterwegs. Süditalien sind das zweite Mal unterwegs. Portugiesen sogar. Portugiesen. Norweger haben wir auch gesehen. Norweger, überall her. Wir haben die erste Woche hier keine deutsche Presse gehabt. Null. Okay. Null. Also ich habe wirklich gesucht. Irgendwer hat gesagt, es ist mal jemand rumgeschlichen. Aus China, aus Japan, aus Amerika, überall kam die Presse hier, von uns kam nichts. Also schon ziemlich traurig. Schon ziemlich traurig. Wir wären die Nächsten gewesen. Ich habe bei unserer Landrätin angefragt und habe gesagt, also hier Katastrophe, wir brauchen einfach Geld für Gas, damit wir den Leuten Tee kochen können. Ja, ich bin ja keine gemeinnützige Organisation oder sonst was, ich kann ja nicht einfach Geld geben. Das Rote Kreuz hatte ich angefragt, ob die mir Busse leihen, weil ich eigentlich erst Leute evakuieren wollte. Nee, die brauchen sie eventuell selber. Sie haben dann in 10 Tagen ein Meeting, wo sie sich überlegen, was sie tun. Und die nehmen auch die Spenden an. Ich meine, das ist ja gut, die kommen ja auch hin. Aber die Ersthilfe hier, wo wir es so leicht gehabt hätten. Also ich meine, ich habe für die 1000 Kilometer 20 Stunden gebraucht, weil mein Auto unterwegs kaputt gegangen ist. Oh, scheiße. Aber es wäre so einfach gewesen und es kam nichts, gar nichts. Also es ist wirklich so, dass ich mich zum Teil böse geschämt habe für unsere Nation und für unser Government, nicht für unsere Leute. Wie oft kamen dann so Spendenbusse wie unsere an oder auch Transporter? Große Busse fahren erst seit 2 Tagen, okay. Außer die Italiener und die Spanier, die pendeln schon eine ganze Weile. Okay. Ansonsten, da wo wir ihr gerade abgeladen habt, haben wir die letzten Tage so 20 Kleinbusse am Tag leer gemacht. Okay. Und dann wurde das von da aus verteilt. Also eigentlich waren wir die Annahmestelle. Das ist mir jetzt auch ganz neu, dass woanders geladen wird. Ja. Aber es wird täglich umorganisiert. Also ich habe in der ersten Nacht ein Zelt fertig gemacht für
Mütter mit Kindern zum Schlafen und die einzigste Heizung rein für 7 Plätze. Richtig mich bemüht, nächsten Morgen hieß es sofort abbauen, hat man ein größeres. Wird permanent umorganisiert. Ja. So eine komische Regel hier ist, die Volunteurs, die haben hier irgendwie so eine, ich kann als Volunteur eine Ansage machen, du musst das jetzt so. Und wenn zu mir ein Volunteur kommt und sagt, das Babyzelt muss abgebaut werden, dann muss das so sein. Das hat schon seinen Grund. Okay. Und es wird nicht diskutiert, also es wird gar nicht diskutiert. Und was vielleicht auch wesentlich ist, jeder arbeitet so viel er irgend kann bis zum Umfallen. Bei unserer Truppe sind Leute, die haben eine Woche lang mit 3 Stunden Schlaf gemacht. Ja. Also ich habe auch 4-5 Tage 2-3 Stunden gehabt. Ich bin jetzt die letzten 1-2 Nächte, wo jetzt hier die Organisation besser ist, wo ich wirklich mal ausschlafen konnte. Ausschlafen 6 Stunden. Ja. Aber das ist schon nice. 6 Stunden sind schon echt sehr cool. Ja, glaube ich. Der eine hat 36 Stunden am Stück gemacht. Und dann ist er 4 Stunden ins Bett und stand wieder da. Sehr, sehr gute Leute. Nimmst dir vor, um 6 Uhr stehe ich auf und um 5:30 denkst du, oh, bloß nicht verpennen und stehst da. Was sehr interessant war für mich, Eindrücke war es. Als ich hergefahren bin, habe ich mich mental auf meinen schlimmsten Einsatz in meinem Leben eingestellt. Und das ist ein total verrückter Ort hier. Es ist so viel Leid und Schmerz und unglaublich einfach. Und andersrum, ich habe mich noch nie so glücklich und wohl gefühlt wie hier. So gute Leute. Echt so gute Leute. Ja, aber doch gleich schon die Dankbarkeit gesehen. Es ist ein gesehen. Platz, wo so viel Liebe auch ist unter den Menschen, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Also es ist für mich eine Riesenbereicherung. Ich fahre jetzt auch heim, weil ich was regeln muss und dann komme ich direkt zurück. Als wir gar keinen Gas mehr hatten, da hat mein Bruder irgendwas bei Facebook gemacht. So kurz Interview mit dem Andy. 3 Stunden später hatten wir 600 Euro, um Gas und Holz zu besorgen. Also ich habe gefleht, gebettelt. Ich bin vor der amerikanischen Kamera auf die Knie gegangen, weil wir keine deutschen Presse haben. Bitte schickt uns Busse, als wir hier die 5000 Leute hatten. Als jetzt es so kalt wurde, ich habe echt gedacht, uns frieren die Leute alle tot unterwegs. Ich weiß nicht, ich habe gebetet, lass es nicht geschehen und irgendwie haben sie die auf ukrainischer Seite untergebracht. Bei uns hat es dann den Tag erstmalig geklappt, dass die Leute alle wegkamen. Und es ist an uns vorbeigegangen. Aber wir waren so dicht dran, dass hier Tausende erfroren werden. 10 Grad minus, die kommen mit dünner Kleidung, siehst du ja. Und die sind so, also wir haben ja so schon, als noch 5, 6, 7 Grad plus waren, Leute mit schweren Unterkühlungen gehabt, ja, die wir wirklich stundenlang wieder behandeln mussten, dass die Wärme kriegen. Und dann hast du nicht mal Gas, um Wasser warm zu machen für die Wärmflasche, so ungefähr. Also, und unser Government ist es scheißegal. Die bloß nichts Privates machen, weil nicht den Profis ins Handwerk pfuschen. Ich warte immer auf die Profis, den ich ins Handwerk pfuschen könnte. An dem Tag, als das Feuer ausgegangen ist, so Achtung, jetzt muss ich heulen. Wir hatten eine Feuertonne, da war der letzte Brocken drin. Kommt ein 10-jähriger Bengel zu mir und sagt, ob ich das Feuer starten könnte, er würde so bitterlich frieren. Und ich musste ihm sagen, nee, kann ich nicht, wie denn nur? Und dann habe ich ihn eingepackt und gefragt, ob ich ihn wärmen darf und habe ihn so von hinten genommen und nach 20 Minuten meinte, es reicht, hilft den anderen Leuten weiter. Und dann bin ich, die ganze große Presse hatte aufgebaut, wo die Autos raufkommen, eine Kamera am anderen, und haben den ganzen Tag den Übergang gefilmt, wo Autos reinkamen. Nicht etwa denen, wo die ganzen Leute mit Taschen kamen. Ich habe dem gesagt, komm mit, guck in meine Feuertonne. Nein, die Bilder haben wir. Habe ich gesagt, stopp, das ist das letzte Feuer auf dem Platz. Wir haben es abends um 8 Uhr, wir haben kein Holz mehr, bringen das. Nein, wir haben Bilder von der Feuertonne. Das heißt, die Bilder, die rausgehen, sind Gäste, die schön am warmen Feuer stehen und sich wärmen, das ist aber nicht die Realität. Das sind Fake News. Hier gab es kein Feuer. Das Geld kommt zu 100% direkt da an, wenn das über Wege wie euch hergebracht wird. Und wenn das über die Organisationen geht, ist auch gut, wenn das Rote Kreuz Geld hat. Die haben genug, was noch zu regeln ist. Aber die Spenden, die jetzt so privat gesammelt wurden, wo die so auf Vertrauen gibt aus,
kann ich garantieren, alle, die ich gesehen habe, es kommt zu 100%ig an. Da habe ich 2,2 Millionen ausgereist, roundabout. Und es gibt, ich weiß nicht mehr, wie das Dorf heißt oder Stadt, ein paar Kilometer ins Land rein ist eine Stadt, wo die sich vorsammeln, bevor sie zur Grenze gehen. Da stehen unendlich viele Menschen und irgendwie sind wohl 3 bis 4 Millionen noch auf dem Weg hierher. Also es kommen jetzt erst und die, die jetzt kommen, die ersten waren ja die, die rechtzeitig abgehauen sind. Das sind die, die wirklich durch die Bomben rausgekrabbelt sind. Bus ich jetzt. Voll. Wir haben jetzt nicht jeden Platz belegt. Es ist einfach krass, wie es hier abgeht. Es ist organisiert, also nicht, dass irgendwie totales Chaos herrscht. Es gibt genug Essen, Trinken, jeder hilft einem. Die größte Hürde war eigentlich die Registrierung, weil es da ein bisschen Kommunikationsprobleme gab. Ansonsten, Ilya hat uns da mega geholfen, die Leute zusammen zu trommeln. Sitzen jetzt sicher im Bus, haben Essen, Trinken, denn ist warm. Ja, viel mehr sind, würde ich sagen. Die Leute sind mega fertig. Wenn man den Gesicht guckt, sieht man, dass die einfach müde sind und ja, dankbar. Hatten jetzt auch gar nicht so viel dabei, ne? Ne, also gepäckmäßig. Manchmal wir haben einen Rucksack oder so oder manchmal auch gar nichts. Ja, wir haben gedacht, okay, wir müssen gucken vom Gepäck her, aber klar, die sind da geflüchtet, haben jetzt Sachen pack genommen, was sie noch greifbar hatten und sind dann jetzt sicheren Weg heim. Wir hoffen, dass alles gut geht jetzt. Wir bereiten uns auf, ja, 20 Stunden oder länger Fahrt vor. Aber unsere Mission ist, sage ich mal, bis hierhin schon mal einigermaßen alles im grünen Bereich verlaufen. Gab keine Komplikationen bis jetzt. Trag zum Fuhr an der Grenze, da haben wir einen Deutschen kennengelernt. Andreas, nochmal vielen Dank für deine Infos, deine Hilfe und alles, was er uns da auch beschrieben hat. Können wir auch eins zu eins so wiedergeben. Kommt einfach hierher, privat, helft einfach, es wird benötigt. Jeder hilft euch, es ist nicht so, dass es hier im kompletten Chaos endet. Ihr braucht keinen Plan machen. Fahrt hierher, ihr werdet durch die Wege geleitet. Es ist schon ein kleines Chaos, aber ein organisiertes Chaos. Und Polizei, alle sind super nett, also immer alles langsam, immer mit der Ruhe, kein Stress. Also genau. Da wird echt drauf geachtet. Jeder ist hier super nett, also alle sind dankbar für jede Hilfe, die sie hier bekommen. Und bisher ist halt Deutschland, wie Andreas schon gesagt hat, einfach in der Unterzahl. Also da sind einfach Italiener, andere Nationen, aus viel Portugal mehr. Zum zweiten Mal da genau, schon, die den fünffachen Weg viel aufnehmen. Aber weil wir ja auch mitkriegen, dass sich das Deutsche Rote Kreuz oder viele andere große Organisationen da drum kümmern und wir als Privatperson eher Stress und Trubel in die ganze Sache bringen, was aber eigentlich gar nicht stimmt. Und die das bisher, also jetzt an dem Grenzposten, wo wir waren, hat das Deutsche Rote Kreuz so zum Teil halt gefehlt, also war gar nicht so da und war anscheinend noch in Planung und noch nicht wirklich im Umsetzung seiner Planung, deswegen. Das Wichtige ist einfach jetzt für die Hilfe gebraucht, nicht übermorgen und auch nicht in 2 Wochen, sondern einfach herfahren, nutzt es aus, kommt her und es ist einfach cool hier zu sein, den Leuten zu helfen und sowas erlebt man. Macht's einfach. Wir sind, wie ihr seht, wieder zurück. Bretter im Grüner, alle sind heil angekommen. Die Rückfahrt war echt super entspannt. Wir haben uns da, sag ich mal, am Anfang ein bisschen mehr Gedanken gemacht, dass es irgendwie Komplikationen geben konnte. Gab es aber wirklich keine einzige. Wir haben die meiste Zeit eigentlich fast geschlafen. Sind jetzt auch immer noch gut fertig von der ganzen Fahrt. Hat schon an den letzten Kräften gezehrt. Die ersten sind dann schon in der Familie untergekommen, haben sich bekannt gemacht. Alles entspannt. Ein paar werden jetzt nach Stuttgart gebracht, die von dort aus weiterreisen. Und ja, war echt eine mega erfolgreiche Aktion. Eine Lektion und eine Geschichte fürs Leben. Einfach cool und einfach nochmal danke an alle, die dabei waren, alle, die unterstützt haben. Auch in die Stadt Bretten, nochmal das Reisebüro Welle. Die Busfahrer, die einen super Job gemacht haben, ohne irgendwelche RAM-Aktion oder irgendwas Gefährliches. Sie sind uns sicher hierher gebracht. Einfach eine super Aktion. Jetzt erstmal das Ganze mal verarbeiten und dann die nächsten Tage mal gucken, was so durch den Kopf geht und auf jeden Fall ausruhen und duschen.